Hallo ihr Lieben, heute grüße ich euch kurz und knapp mit diesem schönen Upcycling-DIY. Los geht's! Für das Geschenketäschchen brauchst du einen Milchkarton, eine Schere, etwas Farbe und einen Binderclip. Schneide deinen Milchkarton zunächst oben auf und wasche ihn gründlich aus. Danach kannst du deinen Karton auf die Höhe zurechtschneiden, die du gerne haben möchtest. Jetzt entfernst du komplett die beschriftete Folie von deinem Karton. Das meiste der Folie lässt sich in sehr großen Stücken relativ gut abreißen. Jetzt kannst du das Ganze mit deiner ausgewählten Farbe anmalen und natürlich so gestalten, wie deine Kreativität gerade Lust und Laune hat. Wenn du dann alle Seiten inklusive dem Boden angemalt hast, stellst du den Karton kurz zur Seite zum Trocknen. Das Tolle ist, dass die Farbe auf diesem Milchkarton in nur wenigen Minuten getrocknet ist. So kannst du relativ schnell mit der weiteren Gestaltung deines Kartons weitermachen. Ich schneide mir hier ein Herz aus einem schönen Motivkarton aus. Da mein Geschenketäschchen für einen Geburtstag gedacht ist, schreibe ich auf das Herz mit schöner Schrift die Worte "Alles Liebe". Jetzt kann das Herz entsprechend auf den Karton aufgeklebt werden. Am besten auf die Seite des Kartons, die keine Naht hat. Dann brauchst du jetzt zum Schluss nur noch deinen Karton zu falten und am besten drückst du dir die unteren Seitenteile so entsprechend zurecht, wie du hier siehst. Anschließend drückst du oben alles zusammen und schlägst das Ganze je nach Bedarf ein- oder zweimal um. Und zum Abschluss kann jetzt der Binderclip oben an dem Täschchen befestigt werden. Somit fehlt jetzt nur noch der Inhalt für das Geschenketäschchen. Um das Ganze noch etwas zu verschönern, habe ich hier entlang der Oberseite im gefalteten Zustand noch diese schöne selbstklebende Häkelbordüre angebracht. Ihr Lieben, das war's heute wieder von meiner kreativen Ecke. Hier seht ihr nochmal die
verschiedenen Varianten, die ich so gezaubert habe. Ihr könnt wirklich so viele einfache, schöne Tüten damit basteln. Könnt euch überlegen, was ihr darin verschenken wollt. Es eignet sich mit Sicherheit gut, eine kleine Süßigkeit oder ein Schmuckstück für jemanden. Ihr könnt kleine Hygieneartikel oder eine Lippenpflege oder auch ein kleines Haarbänder-Set, ein paar Kräuterbonbons, Halsbonbons oder was auch immer in diesen Tüten verschenken für einen lieben Menschen, den ihr mögt. Da gibt es genug Möglichkeiten und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und wer das Ganze nicht nachmachen möchte und hier aus der Nähe kommt, der darf natürlich auch gerne an meinen beiden Märkten, auf denen ich verkaufen darf, auf meinen Stand kommen, mich besuchen und sich vielleicht das ein oder andere aussuchen. Außerdem muss ich sagen, finde ich es immer viel, viel, viel schöner und persönlicher, wenn man etwas Selbstgebasteltes, Selbsthergestelltes verschenkt. Das sagt in meinen Augen eigentlich immer viel mehr darüber aus, wie sehr ich einen Menschen mag, ob ich einfach nur ins Geschäft gehe und was kaufe, das dort verpacken lasse oder ob ich das selber mit etwas Liebe gestalte und demjenigen dann schenke. Ja, wie ihr, wie gesagt, schon wisst, werde ich dieses Jahr auf zwei Märkten sein. Das eine ist ein Herbstmarkt, der jetzt bald kommt. Das andere wird ein Weihnachtsmarkt sein. Und da ich dafür viel, viel vorbereiten muss, viel herstellen muss, wird es bis zum November vielleicht jetzt nicht jeden Samstag ein neues Video geben. Ich muss mal schauen. Wenn es ein Video gibt, werdet ihr es auf Instagram erfahren. Wenn nicht, dann werde ich das dort auch bekannt geben. Deshalb folgt mir einfach auf Instagram und dann werdet ihr dort auf jeden Fall auch immer Bescheid wissen. Was ich aber auf jeden Fall vorhabe, ist so ein bisschen bildlich und filmlich festzuhalten, was es eigentlich bedeutet, wenn man auf einem kreativen Markt seine eigenen hergestellten Sachen verkaufen möchte, welche Vorbereitungen es da gilt zu treffen, wie die Planung aussieht, welche Arbeit dahinter steckt, was man alles produziert und wie viele Stunden damit man zugange ist. Und dann natürlich auch die ganze Zeit um den Markt und den Aufbau und den Verkauf und das Ganze drumherum selber. Ich werde da wirklich versuchen, mit der Kamera möglichst viel dabei zu sein und habe mir gedacht, ich werde da zu diesem Thema einfach ein Video für euch zusammenstellen. Das Ganze wird es dann in der Adventszeit als Geschenk für euch auf meinem YouTube-Kanal auch als Video geben. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt und wie ihr das so findet und hoffe, dass ich euch damit auch ein Stück weit in einen weiteren kreativen Bereich von mir mit hineinnehmen kann. Ja, diese und viele, viele, viele andere kreative Ideen, DIYs, Nähanleitungen, Bastelanleitungen oder auch gerade diese Upcycling-Ideen findet ihr auf meinem Kanal in Kerstins kreative Ecke. Und ich würde mich freuen, wenn du dort öfter vorbeischaust. Es gibt fast jede Woche Samstag ein neues Video von mir. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und über jeden Daumen nach oben für meine Videos. Du kannst mir was in die Kommentare schreiben oder auch auf Instagram folgen unter dem Hashtag Kerstins kreative Ecke natürlich. Somit wünsche ich ein schönes Wochenende, bleibt kreativ und habt eine schöne neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!